Hallihallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video und ja, ihr seid bei mir zu Hause. Das ist mein Zuhause seit 5 Jahren, beziehungsweise seit 4,5 Jahren sozusagen dauerhaft, denn vor 5 Jahren habe ich dieses Auto bekommen, ein Westfalia Amundsen 540 Kastenwagen Wohnmobil und ein halbes Jahr später habe ich meine Wohnung gekündigt und seitdem lebe ich hier in diesem Auto. Und heute möchte ich euch nochmal ein Fazit geben über diese Zeit. Ich habe ja schon verschiedene Videos gemacht im Laufe dieser Zeit. Am Anfang eine Vorstellung von diesem ganzen Auto und dann auch schon mal ein Fazit nach 1 Jahr und nach 2 Jahren. Und jetzt sind schon 5 Jahre vergangen. Wow, die Zeit vergeht wirklich schnell. Und ich bin immer noch glücklich und zufrieden mit dieser Wohnung, mit dieser Art zu leben, mit meinem Auto hier. Und dazu werde ich euch jetzt ein bisschen was im Detail erzählen, vor allen Dingen natürlich jetzt so die Langzeiterfahrungen, weil das ist ja sicherlich für viele auch spannend. Was erlebt man in so einem Auto über so eine lange Zeit? Wie gut hält sich eigentlich der ganze Ausbau? Ja, weil ich nutze dieses Auto wirklich sehr intensiv. Das muss man ja ganz klar am Anfang mal so sagen. Normalerweise nutzt man ein Wohnmobil im Urlaub, ein paar Wochen im Jahr. Ich nutze es wirklich permanent. Bin sehr viel gereist damit und halte mich quasi, na, sagen wir mal, so 80-90% meiner Zeit halte ich mich wirklich hier in diesem Wohnmobil auf und wohne hier drin, übernachte hier drin, immer. Ja, insofern ist es natürlich eine sehr intensive Nutzung und gerade dann ist es natürlich spannend, was ist eigentlich kaputt gegangen, was habe ich so repariert im Laufe der Zeit. All zu diesen Dingen werde ich euch jetzt in diesem Video ein paar Sachen erzählen. Also, los geht's! Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ihr habt ja schon ein paar Ausschnitte gesehen aus den letzten 5 Jahren, was ich so erlebt habe hier in meinem Wohnmobil. Ich werde jetzt nochmal so das ganze Wohnmobil eher so im Schnelldurchgang durchgehen, werde euch zu allen Bereichen ein bisschen was erzählen, aber nicht so ausführlich. Ich habe nämlich schon ganz viele Videos gemacht zu diesem Auto, habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen. Es gibt auch eine Playliste, die verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung und in den Infokarten hier. Da gibt es ganz viele Videos schon zu diesem Auto im Laufe der Jahre, was ich da alles so dokumentiert habe, meine Erfahrungen geteilt habe. Ich habe ja auch schon mal ein Fazitvideo gemacht nach 1 Jahr und nach 2 Jahren und auch die Vorstellung ganz am Anfang von diesem Auto. Da könnt ihr dann noch mal ausführlich auch euch anschauen, wie das Ganze hier, was ich hier so für Funktionen drin habe, wie das Ganze ausgebaut ist, was das so für Extras, Features und so weiter hat. Ich gehe da jetzt im Detail sicherlich noch mal drauf ein, aber nicht mehr ganz so ausführlich. Ebenso werde ich euch wieder alle Produkte verlinken unten in der Videobeschreibung, die ich jetzt hier erwähne und die ich überhaupt so im Laufe der Jahre für mich als sinnvoll herausgefunden habe oder die ich hier benutze im Auto. Findet ihr also ganz viele Infos auch
in der Videobeschreibung bei YouTube. Ja, warum lebe ich und reise ich in diesem Auto quasi vollzeitmäßig? Wie kam es dazu? Dazu nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe 2012 mir so einen Dacia Mini Camper ausgebaut, also einen Dacia PKW Kombi gekauft und mir da so ein Bett reingebaut. Und das war damals einfach so, weil ich gemerkt habe, ich möchte mehr in der Natur sein. Ich hatte damals eine echt krasse Krise in meinem Leben und habe irgendwie so gemerkt, so kann ich irgendwie nicht weitermachen. Also ich war von verschiedenen Ängsten, Panikattacken und Depressionen geplagt. Und ja, dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Also ich werde das jetzt nicht mehr im Detail erzählen. Es war auf jeden Fall für mich der ausschlaggebende Grund, einfach mehr unterwegs zu sein. Ja? Und dann hatte ich mir so ein Dacia ausgebaut, bin damit wandern gegangen, bin in die Natur gefahren, habe mir schöne Orte gesucht, habe dann angefangen auch auf Parkplätzen zu übernachten zum Beispiel oder auf Campingplätzen. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir total. Ja, ich liebe dieses Leben, unterwegs zu sein. Und dann war ich in Norwegen 2016 4 Wochen mit dem Dacia alleine unterwegs. Und das war für mich so der Aufbruch in die Freiheit, weil da habe ich wirklich gemerkt, boah, das ist so mein Ding, irgendwie rumzureisen, die Schönheit dieser Welt einfach zu entdecken und auch diese Möglichkeit zu haben, alles Wesentliche, was ich eigentlich brauche, habe ich hier bei mir. Ich habe quasi mein Schneckenhaus, meine Hütte immer bei mir und mehr brauche ich nicht. Ja, ich brauche nicht wirklich viel mehr. Und diese Mobilität, die ich dadurch habe, diese Möglichkeit, mich wirklich immer wieder mit meinem ganzen quasi mit meiner ganzen Wohnung sozusagen oder mit meinem Apartment mich in dieser Welt zu bewegen, das hat mir so gut gefallen. Dann kam klar der Wunsch irgendwie, ja, ich brauche irgendwie ein bisschen was Größeres. Ich möchte echt irgendwie so ein Auto haben, wo ich alles Wesentliche zur Verfügung habe, was man auch in einer kleinen Wohnung hat, nämlich auch noch Dusche und Toilette. Das war eigentlich das Wesentliche, was fehlte in dem Dacia. Und natürlich auch die Möglichkeit, stehen zu können, aufrecht stehen zu können. Das war für mich auch total wichtig, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit wirklich in diesem Raum lebe, dann möchte ich zumindest natürlich mich ganz normal bewegen können, also aufrecht stehen, anziehen, duschen, Toilette, kochen, ja, innen drin auch kochen bei schlechtem Wetter auch mal, dass man innen drin sein kann, eine Heizung war mir wichtig, die gut funktioniert, damit ich auch bei schlechtem Wetter oder im Winter sogar hier gut klarkomme. Ja, das waren so die wesentlichen Punkte. Energieversorgung natürlich noch ein wichtiger Punkt, das heißt möglichst autark Energieversorgung, eine autarke Energieversorgung zu haben, also durch Solaranlage oder durch das Fahren wird es natürlich auch wieder aufgeladen, meine Bordstromversorgung. Und das waren so meine Ansätze und meine Bedürfnisse. Und dann habe ich mich für dieses Auto entschieden, aus verschiedenen Gründen. Natürlich am Ende das Bauchgefühl, das sage ich immer irgendwie klar. Man kann sich ganz viele Fakten erstmal klar machen, die einem wichtig sind. So wie ich es ja gerade auch geschildert habe. Aber im Wesentlichen ist es dann irgendwie auch eine Art Bauchgefühl, weil die Auswahl ist recht groß, vor allen Dingen heutzutage. Also damals war es ja noch gar nicht so groß. Das war 2017, wo ich dieses Auto gekauft habe. Und ja, dann irgendwann war mir aber klar, dieses Auto soll es werden. Das hat zum einen deswegen, ich habe mich zum einen deswegen dazu entschieden, weil es diese Kriterien, die ich eben genannt habe, erfüllt hat. Es ist möglichst kurz, 5,40 Meter war mir auch wichtig, dass ich will nicht so ein riesiges Auto haben, weil ich will das auch ganz normal als PKW fahren oder ähnlich wie ein PKW fahren, also im Stadtverkehr überall hinkommen, ohne dass ich mir dauernd Gedanken machen muss, kannst du da noch langfahren, wie wirst du damit parken und so weiter. Ja, und bei 5,40 Meter ist es wirklich noch sehr gut möglich, sich ähnlich wie mit einem PKW zu bewegen. Das Fahrgefühl ist durchaus noch ähnlich, wobei ich es auch wirklich liebe, hier in diesem Auto zu fahren, weil es noch für mich noch besser ist als im PKW, weil ich sitze höher. Ja? Der Sitz ist super bequem, der Fahrersitz mit den Armlehnen. Ich sitze erhöht. Ich komme auch schnell genug voran. Ja? Das ist war für mich auch wichtig. Ich habe auch 177 PS Motorisierung damals gewählt, die größte, die möglich war. Das war mir wichtig und das habe ich auch nie bereut. Das würde ich auch immer wieder so machen. Nicht um irgendwie super schnell fahren zu können, sondern einfach um spritzig voranzukommen, damit man beim Überholen auch mal Gas geben kann, damit man in die Berge raufkommt. Ja. Man fährt ja immer mit dem vollbeladenen Auto rum, das muss man ja klar so sehen bei einem Wohnmobilausbau. Der Ausbau alleine wiegt ja fast schon so viel wie das zulässige Gesamtgewicht, also natürlich nicht genauso viel, das wäre nicht gut, aber wenn man dann auch noch Sachen dabei hat zum Reisen oder ich habe ja eigentlich immer alles, was ich irgendwie so benötige, habe ich meistens ja dabei. Packe natürlich auch mal ein bisschen um im Sommer und im Winter oder je nachdem, wo ich jetzt längere Zeit hinfahre. Wenn ich Reisen mache, dann packe ich natürlich dann nochmal das ein oder andere Equipment ein und aus. Schlauchboot, im Winter brauche ich sowas dann nicht. Dafür dann irgendwie mehr warme Kleidung und sowas, andere Schuhe. Aber im Wesentlichen habe ich hier
die Dinge, die ich dann so in der nächsten Zeit brauche, auch immer dabei. Also voll geladen. Und da ist schon ganz gut und wirklich praktisch, wenn man auch noch von der Motorisierung her dann gut vorwärts kommt. Also kurzes Auto war mir wichtig. Und gleichzeitig, wie gesagt, wollte ich einfach das Minimale, was ich brauche, um wirklich Langzeit in so einem Auto klarzukommen, haben. Also kleines Badezimmer, Toilette, Dusche, Waschbecken, Kocher, Kühlschrank. Ne? Ja, und natürlich ein bequemes Bett. Das benutze ich auch immer so als Couch. Ja? Da war mir deswegen auch zum Beispiel wichtig, dass ich ein Bett habe, was dauerhaft benutzbar ist, was man nicht irgendwie ausklappen oder umbauen muss oder wo man irgendwie unterm Dach schläft, weil da kann man sich nicht so drauf couchen. Ja? Ich bin eher so ein Couch-Typ und lümmel mich dann auch gerne da so tagsüber in Couch-Stellung auf meinem Bett, und das ist für mich gleichzeitig das Sofa dadurch. Ne? Ja, jetzt gehen wir mal im Detail auf die verschiedenen Bestandteile, die verschiedene Ausrüstung ein, die ich hier in meinem Auto verbaut habe, die ich auch von Anfang an mit bestellt habe. Ich habe sehr viel Extras bestellt, eigentlich fast alles, was es so gibt. Damals war mir klar, irgendwie, ich will jetzt länger in diesem Auto unterwegs sein, und da bin ich auch bereit, was zu investieren. Ja, was ich damit jetzt für Erfahrung gemacht habe, nach 5 Jahren, ich habe jetzt übrigens 120.000, über 120.000, 122.000 schon auf dem Tacho. Die 100.000, die ich euch am Anfang im Video gezeigt habe, das war noch aus dem letzten Jahr. Da wollte ich eigentlich auch schon so ein Fazitvideo machen, nach 4 Jahren, knapp, also etwas mehr als 4 Jahren. Und dann bin ich aber gar nicht mehr zugekommen. Dann bin ich wieder nach Portugal gefahren, in der Überwinterung, überwintern in Portugal. Auch dazu findet ihr ja Videos auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt war ich gerade 7.000 Kilometer durch Skandinavien unterwegs. Sehr, sehr schön. Dazu gibt es im Übrigen sehr geniale Videos aus Norwegen. 12 Episoden werde ich jetzt ab Herbst, ab Oktober auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Bis Weihnachten die ganze Serie Norwegen. Die Krönung von Norwegen, der Norden von Norwegen. Also ich habe mittlerweile 122.000 Kilometer auf dem Tacho. Und das in ziemlich genau 5 Jahren. Vom Basisfahrzeug her Fiat Ducato Multijet, Baujahr 2017, 177 PS. Kann ich immer nur sagen, bin ich super zufrieden mit, habe ich überhaupt keinerlei Probleme mit gehabt. Standardwartung immer gemacht, Inspektionen, keine besonderen Schäden oder sowas, gar nicht. Ich hatte immer mal so Quietschgeräusche oder sowas im Motor, also ich muss dazu sagen, ich bin sehr sensibel und ich bin Angstpatient, ja. Ich habe wirklich immer wieder viel mit Ängsten zu tun. Das ist einfach in mir, es kommt aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit vor allen Dingen. Und ich habe gelernt, das damit umzugehen, ja. Das heißt, ich kenne das und ich weiß, wie ich selber quasi damit umgehen muss. Ne? Ich mache mir immer sehr viel Gedanken über irgendwas, was kaputt gehen könnte. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, so an Werkzeugersatzteilen. Ich habe so durchaus die ein oder andere Sachen dabei, wo manche Leute sagen würden, nee, was schleppt der alles mit und so. Ne? Aber mir gibt das dann irgendwie auch so einen Grund, eine Grundsicherheit, falls mal irgendwas ist, dass ich irgendwie mir helfen kann. Aber ich hatte wirklich noch nie irgendwie ein ernstes Problem. Paar Kleinigkeiten, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Vom Auto selber her aber überhaupt nichts, außer dass ich irgendwie mir manchmal einbilde, irgendwie, ah, da quietscht irgendwas, beziehungsweise ich hatte auch tatsächlich aus dem Motorraum irgendwie manchmal komische Quietschgeräusche, und da hat man irgendwie nie was gefunden in der Werkstatt. Und dann einmal bei der letzten Inspektion meinte der Kollege hier von Fiat, dass da irgendwie ein Bolzen durchgeglüht wäre, also irgendwie heiß gelaufen, von der Umlenkrolle, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen, dass das war. So genau war das jetzt nicht wirklich herausfindbar, aber das hörte sich für mich so an. Aber es war nichts irgendwie, was irgendwie die Funktion beeinträchtigt hat. Ich habe jetzt die Inspektion schon ein bisschen früher machen lassen. Ich habe irgendwie mir so angewöhnt, es hat sich auch so ergeben, dass ich die Inspektion eher ein bisschen früher mache. Weil eigentlich muss man erst bei 45.000 und dann bei 90 wieder. Das sind echt große Intervalle mittlerweile. Ich habe es schon früher gemacht, weil ich einfach immer, wenn ich wusste, irgendwie jetzt fahre ich zum Beispiel wieder nach Norwegen oder Skandinavien, da bin ich wieder ein paar tausend Kilometer unterwegs, und dann wird das relativ knapp an der nächsten Inspektionsintervall. Dann habe ich gesagt für mich, ach komm, dann mache ich das jetzt schon. Dann ist das schon durch, und das ist ja auch kein Nachteil. Ne? Es kostet am Ende vielleicht ein bisschen mehr, wenn man sich das dann zusammenrechnet im Laufe der Nutzungszeit, aber es ist fürs Auto eher besser, wenn jetzt die Keilriemen früher gewechselt werden zum Beispiel, wenn der Ölwechsel ein bisschen früher ist und so weiter. Ne? Ja. Also insofern hatte ich jetzt beim letzten Mal Zahnriemenwechsel und Keilriemen alle runter und so weiter und neu. Und dabei ist das mit diesem Bolzen aufgefallen, dass der irgendwie durchgeglüht war. Aber habe ich ansonsten keinerlei Probleme mit gehabt. Also das Auto Fiat Ducato, Baujahr 2017, für mich auf jeden Fall super gut. Bin ich total zufrieden mit.
Ja, was habe ich denn noch so ergänzt in meinem Auto? Also, ich habe dieses Auto gekauft, wie gesagt, mit sehr vielen Extras. Und was ich aber noch ergänzt habe, ist ein Batteriecomputer zum Beispiel. Direkt am Anfang auch. Der ist auch noch immer original so vorhanden. Habe ich auch schon Videos zu gemacht. Das ist super wichtig, wenn man jetzt keine Bluetooth-Batterie zum Beispiel hat. Also, wenn man keine Batterie hat, wo man per Handy, Bluetooth-Verbindung, App den Status checken kann. Denn die normale Anzeige, die man so in älteren Wohnmobilen verbaut hat, ich glaube heute bei diesen neueren Modellen, die jetzt ausgeliefert werden, ist das glaube ich schon standardmäßig drin bei den meisten. Ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau. Also man braucht halt eine verlässliche Anzeige über die Restkapazität, die die Bordbatterie noch zur Verfügung hat. Ja. Das ist schon wichtig, damit man einfach so eine Einschätzung hat, hey, wann muss ich mal wieder aufladen oder wann muss ich weiterfahren. Und insofern habe ich mir einen Batteriecomputer eingebaut. Ich habe auch eine Lithium-Ionen-Batterie mir eingebaut vor 3 Jahren, 3,5 Jahren ungefähr, von Liontron und 180 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterie. Ich habe meine 92 Ampere-Stunden AGM-Batterien ausgewechselt gegen diese Lithium-Ionen-Batterie und die habe ich auch nach wie vor noch drin und damit bin ich super zufrieden. Echt eine richtig fette Energiequelle. Ich habe 160 Watt Solarpanel auf dem Dach, das habe ich auch schon mitbestellt damals direkt, ein Büttner Solarpanel. Ist recht teuer, aber hat auch eine gute Qualität. Also funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Ich habe damit super Solarertrag. 108 Watt jetzt gerade und ich bin schon wieder auf 100%. Gleich wird es runtergehen. Also im Sommer zum Beispiel, wenn man so wie jetzt sowieso dieses Jahr haben wir einen schönen Sommer, da ist viel Sonne, da ist es vollkommen ausreichend, um wirklich autark zu stehen, auch mehrere Tage. Ich kriege über den Tag durchaus die Energie wieder rein, die ich verbrauche. Der Hauptverbraucher ist natürlich Kühlschrank. Oder wenn ich im Rechner arbeite, das ist für mich sogar der Hauptverbraucher. Also wenn ich viel am Rechner arbeite, Videos schneiden vor allen Dingen, da habe ich schon mal schnell 10, 20% runter von meiner 180 Ampere-Stunden Batterie, die ich hier verbaut habe. Wenn ich hier am Laptop Videos schneide zum Beispiel, mehrere Stunden. Ja, aber das kriege ich mit meinem Solar durchaus dann wieder rein. Muss ja auch nicht immer auf 100% wieder sein. Also im Laufe der Tage, wie ich so unterwegs bin, wenn ich weiterfahre, sowieso, wenn ich weiterfahre, wird es mit 50 Ampere über einen Ladebooster aufgeladen durch die Lichtmaschine. Das ist auch super wichtig, ne? Weil das ist wirklich meine einzige Energiequelle, die mich total unabhängig macht von äußeren Umständen. Ja, natürlich brauche ich Benzin und muss fahren können, aber solange ich das noch habe, heutzutage muss man das ja schon so sagen, kann ich auch wirklich einfach dadurch, dass ich Motor laufen lasse, was ich allerdings nicht mache, das würde ich auch niemandem empfehlen, einfach nur einen Motor laufen lassen. Das ist nicht gut für den Motor. Aber ich bin bisher damit immer gut klargekommen. Meistens fahre ich sowieso nach ein paar Tagen wieder irgendwo hin oder wenn ich auf Reisen bin, dann bin ich ja sowieso eher die meiste Zeit in Bewegung und höchstens mal 2, 3, 4 Tage an einem Ort, wenn ich so Rundreisen mache, wie jetzt in Norwegen zum Beispiel. Und dann ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich auf jeden Fall immer ausreichend Energie in meiner Batterie. Also diese Lithium-Ionen-Batterie von Liontron finde ich super klasse. Kann ich auch empfehlen. Habe ich bisher keinerlei Probleme mit gehabt. Neuere Modelle, jetzt gibt es auch noch sogar noch größer. Es gibt sogar eine 300 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterie, die unter den Sitz passt. Also das Schöne ist halt noch, das ist so eine Untersitzbatterie. Ja, die passt einfach direkt unter dem Beifahrer- oder Fahrersitz, da wo auch in der Regel beim Fiat Ducato die Zusatzbatterien sind. Kann man einfach auswechseln. Ladebooster sollte man auf jeden Fall haben, damit die Ladung effektiv ist und auch begrenzt wird. Und ja, dazu, wie gesagt, habe ich auch schon Videos gemacht. Ihr findet all diese Videos in dieser Playliste, die ich eben schon erwähnt habe, unten in der Videobeschreibung. Da habe ich auch genaue Anleitungen zum Beispiel gemacht, wie man sich sowas selber einbaut und wie das Ganze funktioniert. Bleiben wir nochmal bei der Technikheizung. Ich habe eine Truma Kombi 6D Dieselheizung hier drin. Das war mir auch super wichtig. Das war auch mit ein Grund, warum ich dieses Auto gekauft habe. Wirklich ein wichtiger Grund. Das war mir ganz wichtig, weil ich wollte nicht abhängig von Gasflaschen sein für die Heizung. Ja. Ich habe einen Gaskocher hier drin, also so einen Zweiflamm-Gaskocher. Und da ist aber nur so eine 2,75 Kilogramm blaue Campinggasflasche dran. Die hält 2 Monate durchschnittlich. Jetzt in Norwegen, wo ich unterwegs war, wo ich wirklich jeden Tag eigentlich fast immer so selber auch mein Essen gemacht habe. Also ich bin kein großer Kocher, muss ich direkt sagen. Ich koche nicht irgendwie sehr aufwendig. Jeden Abend mit verschiedenen Töpfen und so Gedöns. Ich benutze eigentlich immer meistens irgendeine Pfanne, mache mir da irgendwie eine Gemüsepfanne oder sowas. Morgens immer Kaffee hier mit meiner Senseo. Also man kann ja auch Senseo-Pads reinmachen in diese Espresso-Maschinen oder halt Kaffeepulver. Auch dazu habe ich sogar schon mal ein Video gemacht. Wie man mit so einer Kanne mit Senseo-Pad einfach sich seinen Kaffee machen kann. Und das ist so, was ich so mit dem Kocher mache. Und so eine Campinggaskartusche hält bei mir so ungefähr 2 Monate.
Ja, also diese Camping-Gas-Systeme finde ich ehrlich gesagt ziemlich unpraktisch, weil es ist total teuer. Das ist völlig überteuert, das Gas. Ja, man hält, zahlt für so eine Füllung von einer 2,75 Kilogramm Flasche 30 Euro in Deutschland, Spanien und Portugal und so ist was billiger oder in anderen südländischen Ländern. Aber und dann soll, machen die immer Werbung damit, dass europaweit kann man sich dann, kann man die Kartuschen tauschen. In Südeuropa stimmt das auch noch, aber in Nordeuropa zum Beispiel kriegt man die überhaupt gar nicht. In ganz Skandinavien gibt es die nicht. Das heißt, ich muss dann vorher immer gucken, dass ich ausreichend Gas dabei habe. Habe ich immer eine Ersatzkartusche dann noch dabei, Ersatzflasche. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, das irgendwie umzubauen. Für andere Größen hatte ich mir mal immer überlegt, aber bin ich irgendwie nicht wirklich zugekommen. Ja, das wäre durchaus ein Punkt, wo ich sagen würde, das könnte man noch wirklich verbessern. Würde ich mir wünschen, kann ich, werde ich vielleicht auch mal machen, da eine andere Gasflasche anschließen. Da muss man halt den ganzen Behälter austauschen. Ne? Der ist ja in so einem gasdichten Behälter, ist die Kartusche ja drin und so. Dadurch ist es natürlich ziemlich aufwendig. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihr, wenn ihr so meinen Kanal kennt und ihr habt ja vielleicht gesehen, wir haben ja auch schon einen Camper komplett selber ausgebaut für meine Freundin. Und ich habe auch schon für viele andere Leute so Elektrik ausgebaut in ihrem Camper. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie das Sprichwort so schön heißt, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Ja. In meinem Auto habe ich wirklich relativ wenig verbessert. Ja. Eher so Kleinigkeiten und so ein paar Dinge, die man, wo ich durchaus denken würde, ah, das könnte man wirklich noch viel verbessern, habe ich eigentlich nie gemacht. Ja. Und das ist aber einfach so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin echt ein pragmatischer Mensch und ich... Wenn ich so ein Minimalbedürfnisse für mich befriedigt habe, also wenn ich so meine Minimalanforderungen erfüllt habe, dann reicht mir das auch aus und dann gewöhne ich mir auch einfach an, damit zu leben. Ja? Ich muss dann nicht irgendwie dauernd irgendwie noch mehr Luxus haben, das muss noch besser funktionieren und ah, da könntest du noch was installieren und so. Mein Hauptfokus liegt wirklich darauf, unterwegs zu sein, zu reisen und mich nicht so viel mit dieser Technik zu beschäftigen, für mich persönlich. Ja? In den letzten Jahren habe ich das durchaus sehr viel thematisch wieder, mich sehr viel mit Technik beschäftigt, durch den Ausbau vor allen Dingen vom Camper von Maya. Aber ich merke jetzt auch und habe das auch, merke es immer schon in der ganzen letzten Zeit, auch mit Powerstations. Ich teste ja auch sehr viel dieser Geräte. Aber gut, das macht mir dann schon Spaß, damit mal so rumzuspielen, das so zu erklären. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich persönlich brauche irgendwie nicht so diese neuesten Geräte und den Mega-Wechselrichter zum Beispiel oder sowas. Ich habe auch nur einen 300 Watt Wechselrichter hier in meinem Auto an den Bordbatterien angeschlossen. So ein Mini-Ding hier von Active. Von Anfang an habe ich mir den eingebaut. Eigentlich nur, um irgendwie so Rasierapparat, Drohnen, Akkus oder halt so Kleingeräte betreiben zu können, weil mehr brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehr. Ich hab kaum 230 Volt Geräte hier im Auto und ja, irgendwann habe ich dann diese Powerstations ja auch bekommen, die EB150 zum Beispiel, die liegt hier vorne drin, bei mir im Fußraum. Immer wenn ich allein unterwegs bin, habe ich die einfach mit dabei. Und was ich damit aber eigentlich immer nur mache, ist Wasser kochen. Und das ist auch Luxus, also das müsste ich auch nicht unbedingt. Aber gut, das ist halt auch ein bisschen praktisch. Vor allen Dingen im Winter trinke ich halt super gerne mal mehrmals einen Tee oder ich mache mir eine Wärmflasche abends. Das ist übrigens ein sehr wichtiger und sehr praktischer Tipp, wenn man im Winter oder bei kühlen Temperaturen im Wohnmobil unterwegs ist, Wärmflasche abends machen. Kochendes Wasser rein oder heißes Wasser rein, mit ins Bett nehmen, hält die ganze Nacht super warm, da braucht man wirklich kaum eine Heizung, höchstens wenn es wirklich richtig, richtig kalt ist. Wenn es so unter 5 Grad ist nachts, sage ich mal, dann mache ich meine Dieselheizung immer auf 13 Grad Nachttemperatur, dann reicht das, ich springe dann von selber immer mal wieder an und dann reicht es für mich völlig. Ansonsten benutze ich aber die Heizung nachts eigentlich wirklich selten, höchstens im Winter. Und so eine Wärmflasche ist dann echt eine super Unterstützung. Und für solche Sachen ist halt die Powerstation praktisch. Ich habe so einen 1000 Watt Wasserkocher mir dann gekauft. Das ist das Maximum, was die Powerstation kann, die EB150 hier. Und dann lade ich die halt während der Fahrt entweder wieder auf. Ich kann die dann über meinen 300 Watt Wechselrichter hier aufladen, den ich ja schon hatte, mit dem originalen Netzteil. Oder über mobiles Solarpanel habe ich auch immer noch eins dabei, wenn ich irgendwo wirklich länger stehe und dann die Energie knapp wird oder wenn ich nicht direkt in der Sonne stehe oder so. Ist ja auch manchmal unpraktisch. Wenn man so ein Panel am Dach hat, muss man halt immer in der Sonne stehen, um entsprechend Energie zu bekommen. Und wenn es jetzt richtig heiß ist, wie diesen Sommer zum Beispiel hier in Deutschland und Europa, dann will man nicht in der Sonne stehen. Das ist ja dann auch nicht wirklich, kann man nicht wirklich aushalten. Da ist dann praktisch noch so ein externes Solarpanel mitzunehmen, was man sich aufstellen kann. Dazu hatte ich mir auch noch einen zweiten Solarladeregler eingebaut, jetzt vor kurzem erst. Also auch das zum Beispiel habe ich lange gar nicht gehabt, bin ich auch so mit klar gekommen, aber
Letztes Jahr in Portugal, im Winter vor allen Dingen, wurde mir klar, dass das noch echt Sinn macht. Weil gerade im Winter ist die Sonne tiefer, ja, die steht nicht so hoch am Himmel. Dann habe ich wirklich sehr wenig Ertrag über meine Dachsolaranlage. Und da ist es sehr nützlich, wenn man sich so ein Panel aufstellen kann, weil man das schräg stellen kann, kann man gut den Winkel zur Sonne optimieren und dann bekommt man da mehr Energie rein. Und deswegen habe ich mir auch noch so einen zweiten Solarladeregler eingebaut. Und daran kann ich meine Bordbatterien wieder aufladen oder wenn ich irgendwie meine Powerstation hier über Solar wieder auflade, dann kann ich ja da direkt das Panel einstecken. Das ist eigentlich so die wesentliche Technik, die ich in meinem Auto benutze. Und da hat sich auch in den letzten Jahren nicht wirklich was geändert. Also das habe ich jetzt wirklich schon einige Jahre so und ich brauche nicht mehr. Also für mich, ich brauche keine Kaffeemaschine mit Elektro oder so. Für mich ist das mit Gas total praktisch. Funktioniert super, schmeckt gut. Ja, und wenn man sich irgendwie so ein Auto selber ausbaut oder auch ein Auto kaufen möchte, ein ausgebautes, das sollte man sich immer überlegen, wie viel brauche ich eigentlich wirklich? Weil je mehr Energie, also je mehr Vielfalt man an elektrischen Geräten, vor allen Dingen so Haushaltsgeräte benutzen möchte, ja, desto aufwendiger wird die ganze Energieversorgung. Und ich finde das durchaus sinnvoll, sich mal genau zu Gedanken zu machen, wie wichtig ist das eigentlich, dass ich jetzt dieses Gerät, hier meine, was weiß ich, Nespresso-Kaffeemaschine oder so, dass ich das nur für dieses Gerät, dass ich das wirklich verwenden kann. Nur für dieses Gerät muss ich so einen Aufwand betreiben. Wir haben hier irgendwie eine viel größere Batterie besorgen, mehr Solar oder größeren Wechselrichter. Ja. Also ich mag so eine Balance. Für mich ist das so eine natürliche Balance. Für mich ist das wirklich schon absoluter Luxus. Also wenn ich irgendwie so in der Natur unterwegs bin, mir ist es ja gerade, ich genieße es ja gerade, dieses Gefühl in der Natur zu sein. Ja? Also einfach quasi mit meinem Auto auf irgendwie einen schönen Platz zu fahren, einen Parkplatz oder so, oder irgendwo zu stehen, Tür auf oder Stuhl raus auch. Und dann bin ich in echt schöner Natur, ja? Und habe aber alles dabei, was ich brauche, kann mich auch jederzeit zurückziehen, falls ich irgendwie mal Ruhe brauche oder wenn ich mich vor den Mücken schützen möchte, wie ich es zum Beispiel jetzt wieder krass erfahren habe in Skandinavien, Schweden und Finnland. Alles, was ich hier habe, ist so ein Luxus. Also ich bin so oft, denke ich so, boah, das ist der absolute Luxus. Ich meine, was will man denn mehr? Also ich weiß ja, viele Leute sind ja noch mit viel weniger unterwegs und auch das geht. Ja, das reicht auch. Und andere Leute sind noch mit viel, viel mehr unterwegs. Die fahren irgendwie mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung und was weiß ich für ein Zeug durch die Gegend. Und natürlich, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich will das auch überhaupt nicht verurteilen oder da irgendwie jetzt mein Leben als das einzig Wahre hinstellen. Das ist ja krank, wenn ich sowas machen würde. Ja. Jeder Mensch hat irgendwie andere Bedürfnisse, ein anderes Leben. Aber ich finde es auch spannend, natürlich zu erfahren, hey, wie kommen andere mit ihren Sachen klar? Ne? Und mir dann immer wieder selber das nochmal zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich wirklich? Ja. Und auch nach diesen 5 Jahren muss ich immer noch sagen, ich habe echt alles, was ich brauche in diesem Auto und eigentlich noch viel mehr, ja, wirklich noch viel mehr. Manchmal denke ich sogar, warum nicht sogar wieder verkleinern, warum nicht sogar irgendwie was anderes nehmen, ein kleineres Auto wieder. Da bin ich eben noch mehr in der Natur. Ne? Das ist ja das Verrückte, je mehr Luxus wir haben und je größer das Auto ist, desto weniger sind wir eigentlich noch mit der Natur in wirklichem Kontakt, weil wir dann überhaupt nicht mehr raus müssen, um irgendwas zu machen. Ne? Können alles im Auto machen, das habe ich ja hier schon so. Ne? Ich kann alles im Auto machen, Toilette, Dusche, kochen, mich aufhalten. Wenn ich ein Auto habe, wo ich nur eine Außenküche habe, muss ich zum Kochen raus und so. Und dann bin ich automatisch mehr mit der Natur in Kontakt. Und oft ist es vielleicht erstmal so ein bisschen so, ah, heute regnet es oder es ist kalt, wie mache ich das jetzt? Ist nicht so bequem, ne? Hätte ich doch bloß irgendwie was drin. Aber wenn ich dann so im Laufe, wenn ich das so lebe irgendwie, dann merke ich ja auch immer wieder, es ist auch schön irgendwie, dass man so irgendwie natürlicher unterwegs ist, dass man auch das Wetter noch mehr spürt, dass man damit wirklich, dass man das wirklich erlebt. Ja. Das ist wirklich für mich auch immer wieder wichtig, das sich klar zu machen. So ein Wohnmobil ist immer so ein Komfort-Luxus-Schutzraum. Ja? Und je luxuriöser, je komfortabler der wird, desto mehr ist man wieder wie in einer Zivilisation. Ja? Auch wenn man irgendwie unterwegs ist. Ja, also von dieser Seite her für mich auf jeden Fall immer noch unverändert. Bin ich damit wirklich sehr zufrieden. Ich brauche nicht mehr. Das Einzige, was ich mir manchmal wünsche, ist ein Fahrzeug, was noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat und Allrad. Das ist wirklich das Einzige. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie schon mal dringend gebraucht hätte. Ich bin mit diesem Auto mittlerweile Wege gefahren, Straßen gefahren, also wirklich teilweise durch unwegsames Gelände fast schon, kann man sagen, gefahren. Natürlich in Maßen, ne? Natürlich immer auch nur so, wie man es überhaupt darf. In Europa ist es sowieso fast gar nicht möglich, irgendwo
wirklich durch unwegsames Gelände zu fahren, wo man Allrad dringend benötigt. Aber es gibt schon so einzelne Plätze, wo man krasse Feldwege fährt oder speziell so im Süden auch Italien, Spanien, Portugal oder natürlich auch Schweden, Norwegen, Finnland. Da sind schon manchmal Straßen, wo es praktisch ist, wenn man Allrad hat oder wenn man dann auch so, je nachdem, wo man dann, wenn man auch noch irgendwo an besondere Orte, an besondere Parkplätze, an besondere Stellen fahren könnte, da bräuchte man dann Allrad. Da gab es schon mal so einzelne Momente, wo ich gesagt habe, nee, da fahre ich jetzt nicht mehr lang, das traue ich mich nicht. Aber es war eher wenig. Aber wenn ich jetzt so denke, so auch für die Zukunft irgendwie, ich möchte eigentlich auch noch mehr nach nach Osteuropa fahren, ja, die ganzen Länder da, Südosteuropa erkunden. Albanien zieht mich schon lange, ne? Oder vielleicht mal ein bisschen nach Griechenland fahren, übers Land. Dann wünsche ich mir schon ein anderes Auto, weil ich dann glaube irgendwie, dass ich da noch mehr Möglichkeiten habe, einfach besondere Wege zu nehmen, Straßen zu wählen, die normalerweise nicht mehr so sicher sind. Aber ja gut, und es gibt auch natürlich Momente, wo ich denke so, ach komm, ein bisschen mehr Platz wäre auch nicht schlecht, ne? Irgendwie, wenn ich lange in dem Auto zum Beispiel bin, weil das Wetter schlecht ist oder so. Ja, also das ist auf jeden Fall für mich schon so der Minimal-Luxus, der Minimal-Komfort und auch die Minimalgröße, die ich für mich brauche, um wirklich dauerhaft in so einem Auto mich gut zu fühlen. So, jetzt schauen wir nochmal, was habe ich denn hier so repariert, was ist kaputt gegangen, was habe ich erweitert noch? Die, vor allen Dingen in den letzten 3 Jahren, sage ich ja mal, weil vor 2 Jahren habe ich schon mal ein Fazit gemacht. Die technischen Einrichtungen, die ich jetzt auch nochmal so erwähnt habe, wo es ja auch Videos schon zu gibt, da hat sich eigentlich nichts geändert. Das Einzige, was ich mal ersetzt habe, ist der Solarladeregler. Der ist tatsächlich mal kaputt gegangen. Irgendwann hatte ich plötzlich gesehen, dass ich hier viel zu hohe Spannung habe vom Solar kommend, vom Solarladeregler. Da war auch von Büttner Solarladeregler drin, den ich ja damals mitbestellt hatte. Also ich habe mir das ja einbauen lassen, weil ich am Anfang, jetzt wo das Auto neu geliefert wurde, hatte ich keine Lust, direkt irgendwie das Dach zu durchbohren und das noch selber alles dann wieder aufzureißen und einzubauen. Und da hatte ich damals ein gutes Angebot bekommen und habe das dann direkt einbauen lassen. Allerdings habe ich mir die Solarfernanzeige noch nachgerüstet, also das Display und die Steuereinheit von dem Solarladeregler. Braucht man nicht unbedingt, finde ich aber doch extrem wichtig und praktisch. Ja, aber der Solarladeregler hat irgendwann mal irgendwie den Geist aufgegeben und dann habe ich den ausgetauscht. Ich habe dann aber einen Votronic Solarladeregler auch eingebaut. Die Votronic und Büttner Geräte sind sehr ähnlich. Ich weiß nicht ganz genau, wie das zusammenhängt. Ich glaube, das wird alles von Votronic produziert. Büttner hat da nur noch zusätzliche Features oder etwas erweiterte Funktionen. So war es zumindest früher. Also jetzt gibt es auch schon wieder neuere Geräte von Büttner, die da ein bisschen von abweichen. Büttner ist ja quasi so eine absolute Premium-Marke für Wohnmobil-Elektronik. Und Votronic ist eher so dieser Massenmarkt, sage ich mal. Wobei auch wirklich Votronic sehr gut ist. Also das muss ich auch nochmal immer sagen. Ich habe mit Votronic-Geräten immer gute Erfahrungen gemacht, nicht nur hier bei mir. Ich habe es ja auch für Freunde, für Bekannte oft verwendet, auch in verschiedenen Videos dazu, ja, Bauanleitungen, wo solche Komponenten mit verbaut werden. Also so ein Votronic Solar-Laderegler, den habe ich mir nochmal ersetzt und dann habe ich mir auch eine andere Fernanzeige eingebaut, weil die waren plötzlich doch nicht mehr miteinander kompatibel. Ich hatte auch die Büttner Fernanzeige erst drin, da fehlte aber dann irgendeine Angabe, konnte ich nicht mehr ablesen. Die Verkabelung konnte ich einfach lassen, das ist die gleiche, konnte ich dann einfach umstecken. Bei dem Votronic Solar-Laderegler ist auch der Vorteil, dass er die Wattzahl wirklich anzeigt. Das hatte ich vorher nicht bei dem Büttner. Also, ist schon verrückt, weil Büttner ist einfach so eine Premium-Marke. Aber dass er das wirklich als Watt anzeigt, was ich jetzt irgendwie das Wichtigste eigentlich auch finde, war bei dem Büttner gar nicht. Der hatte immer nur Strom und, ja, den Strom und den Balken entsprechend. Und hier habe ich jetzt einfach eine Wattanzeige, was ich gerade an Leistung reinbekomme. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Was ich auch noch erweitert habe, stimmt, da ist doch noch was. Ich habe mir auch noch so einen Bluetooth-Connector eingebaut. Ja. Damit kann man quasi sich mit einer App von Votronic, die man sich hier kostenlos runterladen kann, kann man sich dann die ganzen Daten vom Batteriecomputer und von dem Solarladeregler, kann man die sich auch auf der App ablesen. Und da gibt es auch dann so eine Historie. Kann man sich noch ein bisschen anschauen, wie viel Energie habe ich so bekommen die letzten Tage, den letzten Monat von meinem Solarladeregler zum Beispiel. Ja, das finde ich auch noch ganz praktisch. Ich finde es generell wirklich sehr gut, so Geräte auch im Auto zu haben, Anzeigegeräte, auch Batteriecomputer. Ne? Das vielleicht auch nochmal als Ergänzung. Heutzutage hat man ja oft Bluetooth-Connection zu den Geräten, Solarladeregler oder Batterie. Bei den allermeisten neuen Geräten kann man es direkt auf einer App ablesen. Da braucht man eigentlich gar keine Anzeige mehr im Auto. Ich finde es trotzdem super praktisch, sowas zu haben, weil dann ist das wirklich, es ist dann im Auto eingebaut, passend da, wo die Anlage auch ist. Ja, weil wenn jetzt zum Beispiel ein anderer das Auto benutzt oder irgendwie ich mein Handy nicht dabei habe oder so, dann kann ich plötzlich überhaupt nichts mehr ablesen und kann es auch nicht mehr steuern. Außerdem muss ich jedes Mal irgendwie mein Handy in die Hand nehmen, da irgendwie die App starten, was machen, um
die Information zu bekommen. Während ich hier im Auto einfach meinen Kopf drehe, dann sehe ich, ah, ich habe irgendwie 100% ist wieder vollgeladen. Oder da habe ich halt sofort ein, kann ich nur drauf gucken jederzeit, habe sofort eine Information über die verschiedenen Zustände hier meiner Bordelektrik. Finde ich persönlich super und praktisch, würde ich auch in Zukunft immer wieder so haben wollen und machen. Selbst wenn jetzt irgendwie meine Batterie Bluetooth hätte oder wenn ich das, bei mir habe ich es ja auch zusätzlich schon auf der App. Das zusätzlich ist das sicherlich praktisch, aber ich möchte es jetzt nicht unbedingt ausschließlich nur auf einer App haben. So, dann gehen wir nochmal hier so ein paar Sachen durch. Was habe ich denn eigentlich im Auto ansonsten noch verbessert, beziehungsweise was ist eigentlich kaputt gegangen? Wie ist der Zustand der Möbel? Ja, das ist ja sicherlich spannend. Und da fangen wir mal hier vorne an. Ich habe hier vorne ja so Remis-Rollos drin. Hier diese Verdunklungsrollos an den Seiten auch. So, und da ist soweit auch alles okay. Das finde ich auch nach wie vor sehr praktisch, auch wenn ich es gar nicht mehr so oft benutze. Allerdings, dieses Teil hier ist leider schon dreimal oder so kaputt gegangen. Da bricht immer hier so eine Stelle ab. Und da die Dinger schweineteuer sind, habe ich keinen Bock, das auszutauschen. Das klebe ich dann immer wieder mit Sekundenkleber. Werde ich jetzt gleich nochmal machen. Ja, das ist schade und finde ich auch blöd, weil die Dinger sind echt total teuer, wenn man sich sowas kauft. Die kosten irgendwie ein paar hundert Euro. Nur so ein Seitenrollo mit dem ganzen Plastikkram drumherum. Ja, das habe ich auch oft gemerkt, dass einfach so Standardzubehör, gerade so das, was die Standardausbauer auch verwenden, dass es teilweise wirklich sehr teuer ist. Ja, aber die Grundfunktion mit den Rollos vorne und so weiter finde ich nach wie vor sehr praktisch. Allerdings habe ich mir jetzt auch hier noch so Vorhänge reingemacht. Die sind richtig klasse. Also da bin ich super froh drüber. Ich habe mir einfach von IKEA so Vorhänge besorgt. Ja, das sind ganz normale IKEA-Vorhänge. Die bekommt man ja auch dann hier schon so, dass sie da so Schlaufen haben. Kann man direkt aufhängen, muss man nichts mehr mitmachen. Ist alles schon fertig so gewesen hier, die Aufhängung. Dann habe ich mir hier eine Alustange aus dem Baumarkt geholt. Ja, und die habe ich hier ganz einfach. Das ist sogar noch von IKEA, diese Befestigung. Habe ich mir hier drunter geklemmt. Kann man sich irgendwie mit Schellen oder so echt gut befestigen. Ja. Und das ist echt richtig praktisch, weil man kann einfach mal schnell so einen Vorhang zuziehen, wenn man seine Ruhe haben will oder wenn man sich irgendwie hier umzieht oder was auch immer. Oder auch, wenn ich irgendwo stehe und ich will meine Ruhe haben und ich brauche jetzt hier oben die Fahrersitze nicht oder so, dann mache ich die einfach die Vorhänge zu, dann brauche ich überhaupt nicht die Jalousien hier vorne. Hier auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen. Die Vorhänge sind echt mega praktisch, da bin ich richtig froh drüber. Die Maya hat mir die einfach gekürzt, ja, also ich habe die so von IKEA geholt und dann hat die Maya die umgenäht unten. Ich habe die einfach passend abgeschnitten. Und die sind auch relativ blickdicht, also sie sind nicht ganz lichtdicht. Man sieht dann schon, wenn Licht dahinter ist oder wenn ich irgendwie die zumache, habe ich es jetzt auch nicht total dunkel im Auto. Ja. Aber sie sind deutlich verdunkelnd und vor allen Dingen blickdicht. Und das finde ich echt sehr, sehr praktisch. Manchmal ist es auch einfach praktisch, irgendwie, wenn ich irgendwo übernachte oder so und ich will jetzt nicht unbedingt sofort als Wohnmobil erkannt werden oder wenn Jalousien halt zusehen, dann sieht man in der Regel recht schnell, dass da einer drin ist und irgendwie übernachtet. Und da ist manchmal auch schön, einfach schnell mal die Vorhänge zuzuziehen. Ja. Oder wenn ich irgendwo parke und möchte den Innenraum hier nicht so offen lassen, dass da jeder reingucken kann. Ja. Auch im Winter natürlich nochmal ein bisschen Vorteil, isoliert nochmal ein bisschen so das Fahrerhaus. Ich habe ja auch schon mal verschiedene Videos gemacht zur Winterisolierung. Da habe ich mir auch schon einige Sachen einfallen lassen. Ich habe zum Beispiel hinten im Heck, da können wir gleich nochmal gucken, eine Isoliermatte drin im Winter, die ich mir da reinhängen kann. Und früher hatte ich auch oft hier vorne im Fahrerraum dann so eine Decke, so eine IKEA-Decke reingeklemmt. Habe ich auch schon mal in dem Video gezeigt. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Der Vorhang ist jetzt nicht wirklich isolierend oder so, ne? Aber es macht schon noch einen kleinen Unterschied, ob ich das jetzt zuziehe oder ob ich es die ganze Zeit offen habe. Also gerade auch so kurzzeitig habe ich dadurch auch noch zusätzlich ein bisschen Isolierwirkung gegen Hitze oder Kälte. Kommen wir mal zu den Dachfenstern. Da musste ich durchaus zweimal schon dran und reparieren. Zwei Dachhauben, beide, nämlich hinten und vorne. Ich habe hinten ein kleines Fenster, vorne ein großes Remi Hiki Vario Fenster ist das, glaube ich. Die habe ich ausgetauscht, weil da waren die Scharniere, an den Scharnieren waren Risse, war gebrochen. Das ist ja so Plexiglas. Da hatte ich leider einen Schaden dran, zweimal schon. Hier war einfach so ein Ast, hat er sich unter diesem Glas verklemmt, unter der Haube. Und dann durch das Runterdrehen hat er das quasi immer gehebelt an der Stelle an dem Scharnier und irgendwann ist es gebrochen. Da muss man also auch durchaus ein bisschen aufpassen, wenn man die auf und zu macht, vielleicht, dass da nichts im Wege ist oder so. Oder wie gesagt, manchmal können sich Äste drunter klemmen. Also bei mir war es jetzt der Fall, einmal der Fall,
seitdem hatte ich damit aber auch kein Problem mehr. Ich werde euch aber in einem kleinen Extra-Video nochmal zeigen, wie ich die Dachhauben gewechselt habe, wie man sowas macht. Das ist nämlich eigentlich nicht sehr schwer, aber ich habe auch so ein kleines, kurzes Anleitungsvideo dazu gemacht, weil da kann man sich dann auch selber dran wagen, ein bisschen handwerkliches Geschick, denn ich glaube, das spart nochmal einiges an Geld, als wenn man deswegen in eine Werkstatt fährt. Die Hauben kann man sich auch einzeln nachbestellen, genauso wie auch hier unten diese Abdeckungen. Das kann man auch abmachen, indem man es einfach abzieht. Die sind sehr fest eingeklemmt. Und wenn man das mal sauber machen möchte oder falls man da irgendwie was dran ersetzen muss, gibt es auch alle Teile irgendwie einzeln als Ersatzteile. Sehr ratsam ist es auch übrigens, falls man nach Skandinavien fährt, sich hier ausreichend Mückenschutz dran zu machen. Das zeige ich euch hier nochmal. Ich hatte nämlich in Schweden und in Finnland speziell, hatte ich dieses Jahr krasse Turbo-Kampf-Guerilla-Mücken. Und selbst wenn das Fenster ganz zu ist und man auch den Mückenschutz hier ganz normal, den Mückenschutz von dem Fenster zu hat, dann kommen die trotzdem da durch. Unter diesen Extrembedingungen muss ich natürlich klar sagen, also hier in Deutschland oder anderswo habe ich das noch nie erlebt. Aber es gibt wirklich so besondere Orte in Finnland, Schweden. Dieses Jahr war es im Frühsommer auch wirklich überall sehr schlimm, habe ich von vielen gehört. Da sind so viele Mücken und die sind irgendwie so krass drauf. Also die versuchen wirklich alles irgendwie, um reinzukommen. Die sind wirklich richtig schlau. Also es ist echt krass. Die finden immer irgendwo Lücken. Und trotz dieser Fenster hatte ich auch trotzdem noch Probleme mit Mücken im Auto. Ich weiß gar nicht, wo die reingekommen sind. Aber ich habe mir dafür auch schon mal, das wusste ich schon aus der Vergangenheit, aus den letzten Schwedenbesuchen, habe ich mir dafür hier rundherum so ein sehr gutes Mückennetz drum gemacht. Das kann man dann unter den Rahmen so klemmen. Hier mit Messer habe ich das so drunter geschoben, unter den Zierrahmen, unter die Ränder zusätzlich nochmal. Und das war echt eine sehr gute Idee, weil da konnte ich dann mich wenigstens in allermeisten Fällen ausreichend nochmal gegen die Mücken abschirmen. Ja, wie sehen jetzt so meine Möbel aus? Schauen wir mal, was habe ich denn hier so für Gebrauchsspuren und so weiter. Und da muss ich schon mal ganz klar sagen, da bin ich wirklich super begeistert und ganz ehrlich auch überrascht, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Schäden oder sowas an den Möbeln. Null. Ja, die sind nach wie vor voll funktional. Klar, ich habe mal da irgendwo an der Schublade die eine oder andere Schraube nachgedreht. Da ist mal eine Schraube hier rausgefallen unten an der Schiene oder zweimal sogar. Ja. Manchmal die Schrauben nachzudrehen macht auf jeden Fall Sinn. Aber die Möbel an sich, auch die ganzen Schnallen hier, da ist nichts kaputt gegangen. Die funktionieren immer noch nach wie vor. Ne? Auch hier hatte ich höchstens mal hier was locker, also das Gegenstück hier von der Schublade. Das habe ich mal wieder festgeschraubt, das war nicht mehr ganz fest. Aber ansonsten muss ich da wirklich sagen, damit bin ich wirklich super zufrieden. Die sind alle nach wie vor richtig gut in Schuss hier. Und wie gesagt, ich benutze das Zeug wirklich täglich. Ja. Hier habe ich ja so meinen Vorratsschrank. Ne? Da ist eigentlich eine Garderobe vorgesehen. Oder zumindest war da eine Kleiderschlange drin oder ist noch. Da habe ich mir so Böden reingemacht, weil das für mich war das viel sinnvoller. Ich brauche keine Möglichkeit, Klamotten aufzuhängen. Ich habe keine Hemden oder Jackets oder sowas. Und da habe ich einen Vorratsschrank draus gemacht. Das ist auch super praktisch. Und da ist alles nach wie vor noch richtig gut in Ordnung. So, auch Wasserhähne sind alle original, habe ich nichts dran ausgetauscht. Die sind natürlich jetzt ein bisschen gebraucht hier, da läuft schon mal ein bisschen Wasser neben raus. Den werde ich vielleicht mal irgendwann ersetzen oder man kann auch, glaube ich, die Kartusche da drin, also das Element, was die Dichtung hier, das Wasser steuert, das kann man, glaube ich, austauschen. Aber ja klar, die Dinger natürlich mal sauber machen hier. Ansonsten habe ich hier auch nichts gemacht. Also hier läuft irgendwie mal ein bisschen Wasser daneben dran jetzt. Auch schon ein bisschen abgelagert. Den werde ich irgendwann mal austauschen. An der Spüle selber hatte ich hier mal so ein bisschen, dass sich das Furnier hier leicht gelöst hatte. Ja, aber das kann man sehr gut mit Ponal, wasserfestem Holzleim wieder festkleben, wenn man sowas mal hat. Ja, habe ich hier mal gemacht. Seitdem ist das wieder alles in Ordnung. Also auch überhaupt keine großen Schäden. Hier in meinem Regal habe ich mir also IKEA Küchenhänger, Hängeteile irgendwie mit dran gemacht. Das ist einfach hier so dran gehangen. Eigentlich sieht das Original so aus. Aber das hat sich auch super bewährt. Also, ups. So, finde ich auch sehr praktisch. Habe ich genug Platz. Genauso auch hier die Schränke. Ja, alles bestens. Alles nach wie vor voll funktional.
Hier die Hängetaschen auch nach wie vor ganz praktisch. Da habe ich mir irgendwann nochmal eine zweite daneben gemacht. Ich hatte erst nur diese hier. Die finde ich richtig cool. Kann ich immer nur wieder empfehlen. Sehr praktisch, um so Kram reinzustopfen. Ich bin auch wirklich derjenige, der die kreative Ordnung, das kreative Chaos als Ordnung bevorzugt. An manchen Stellen. Dann zu meinem Bett. Da habe ich hier so Froli, das Froli-System drunter. Und ja, mein Bett, das liebe ich wirklich. Also das ist mega, mega bequem. Ich habe mir nochmal eine neue Matratze gekauft. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Die Originalmatratze von Westfalia, die habe ich auch 4 Jahre benutzt. Und ja, die war in der Mitte dann nachher schon ein bisschen platt. Und es war ja auch so eine geteilte Matratze. Ne, man konnte sie, das waren 2 Matratzen, die der Länge nach geteilt waren. Man kann auch das halbe Bett, kann man hier rausnehmen, wenn man möchte. Um zum Beispiel hinten irgendwie ein Fahrrad reinzustellen. All diese Sachen habe ich nie benutzt, weil ich habe ja den ganzen Raum darunter auch mit so Kästen ausgebaut und habe da immer Kram drin. Insofern war auch für mich klar, ich brauche jetzt keine geteilte Matratze. Das wird bei mir nie vorkommen, dass ich irgendwie nur das halbe Bett nutzen möchte. Und dann habe ich mir geschaut und habe mir wirklich eine richtig gute, teure Matratze gegönnt als neues Material. Und da gibt es auch hier einen Anbieter, das kann ich euch auch mal verlinken. Ich glaube, man kann das sogar im Internet bestellen. Der war in Köln oder ist in Köln. Der diese Matratzen dann auf Maß schneidert. Also ich habe mir einfach meine alte Matratze ausgemessen. Man kann auch dahin fahren, die alte Matratze abgeben und dann machen die eine neue, genau nach den Schnittmustern. Ja, und da habe ich mir einfach eine gute, teure Matratze nochmal maßgeschneidert, hier neu reingemacht. Und die ist auch richtig klasse, da bin ich wirklich super zufrieden mit. Auch das Froli-System halt, diese Tellerfedern anstatt Lattenrost, finde ich mega geil, weil die halt so in alle Richtungen ausgleichen. Ne? Ich glaube, das ist echt ein Riesenvorteil. Ich mag auf jeden Fall das Bett sehr und ich finde das sehr bequem, komme ich super gut mit zurecht. Hier hinten gibt es die Möglichkeit, so eine Matte noch reinzuhängen. Also ich habe ja das Winterpaket, hatte ich damals mitbestellt und da war so eine Thermomatte dabei für die Hecktüren. Kann man dann da oben reinhängen. Habe ich aber mir mal eine eigene Matte noch gebaut aus so einer Decathlon-Picknickdecke und einer Ikea-Decke. Auch dazu habe ich ja ein oder sogar schon 2 Videos gemacht, wo ich das euch mal dokumentiert habe, meine Erfahrungen hier im Winter mit diesem Wagen. Denn ich war jetzt auch schon 2-mal im Winter hier in Deutschland, einmal einen kompletten Winter sogar. Den vorletzten Winter, da hatten wir im Wandelwerk ja einen Stellplatz in Köln und da haben wir mal das Camper ausgebaut. Und dann kam Corona und so weiter und da hat sich das wirklich so ergeben, dass ich die ganze Zeit im Winter auch hier war. Und ja, das ist, war da durchaus manchmal eine Herausforderung. Generell ist so ein Kastenwagen halt die Isolierung das Problem. Ja. Der Wagen ist schon ein bisschen isoliert. Das habe ich auch mal gesehen. Ich habe mal hier, als ich den Wassertank da irgendwie gereinigt habe, oder da war, glaube ich, die Pumpe gewechselt, da habe ich da mal ein bisschen was aufgemacht und auch gesehen, dass an den Seiten Isoliermatten drin hängen hier in diesem Westfalia-Ausbau. Aber so ein fertiger Kastenwagen, den man so von der Stange kauft, sage ich mal, ist natürlich nicht so gut isoliert, als wenn man das sorgfältig selber macht. Bei Maya zum Beispiel in Camper haben wir ja mit Armaflex sehr sorgfältig die Karosserie isoliert. Aber auch das ist alles nur begrenzt nützlich, das muss man wirklich klar sagen, das habe ich auch immer wieder gemerkt. Denn durch die Scheiben vorne kommt so viel Hitze rein im Sommer, beziehungsweise geht Hitze raus im Winter. Also das ist im Kastenwagen, das ist wirklich einer der großen Nachteile eines Kastenwagens, dass einfach die Isolierung nicht so gut möglich ist, als wenn man irgendwie so eine geschlossene GFK-Kabine hat, wie in einem Wohnwagen oder bei einem voll integrierten Wohnmobil. Und gerade bei den Türen zum Beispiel hinten, das sind natürlich so Kältebrücken, ja. Deswegen habe ich diese Matte mir auch nochmal gebaut, die ich da reingehangen habe. Ja, und das reicht für mich aus. Also auch im Winter mit der guten Dieselheizung, die ich habe, komme ich eigentlich gut aus. Meine Dieselheizung hat auch noch Elektroheizstäbe. Das ist die Truma Kombi DE, heißt die, glaube ich. Kombi 6 DE habe ich ja. Und auch dieses Feature habe ich schon oft genutzt. Möchte ich auch echt nicht missen. Zum Beispiel, wo ich in Köln den Stellplatz hatte, da am Wandelwerk, da hatte ich halt Strom. Und sobald ich Stromanschluss habe, kann ich auch mit diesen Elektroheizstäben mit bis zu 1800 Watt heizen. 700 Watt oder 1800 Watt, 2 Heizstufen hat die nochmal. Finde ich sehr vorteilhaft, weil das ist gleichmäßiger, ja, wenn man diese Dieselheizung benutzt. Auch jetzt, wenn man wirklich die ganze Zeit im Auto ist und arbeitet zum Beispiel oder nachts auch. Bei der Dieselheizung ist es halt so, dass die, also die hat so eine Hysterese, ne? Das heißt, die springt dann bei 5 Grad kälter, als man eingestellt hat, ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, springt die Heizung an und dann heizt die bis 2-3 Grad drüber, dann geht es wieder aus und so geht das die ganze Zeit. Das heißt, man hat immer so ein bisschen stoßartig wieder, wird aufgewärmt und dann wird es wieder kalt und dann wird es wieder aufgewärmt und so weiter. Ja. Und gerade so im Fußbereich zieht es halt super schnell rein und da
zieht sich echt die Kälte rein und kalte Füße ist echt ein Problem im Winter im Kastenwagen hier. So, hier hinten habe ich noch ein bisschen was gebastelt. Das zeige ich euch nochmal. Hier sind so Haken, ne? Und eigentlich hing da meine Soundbar dran. Ich habe mir nämlich hier so eine Sony Soundbar geholt, ja, die man normalerweise im Fernseher, unterm Fernseher hat. Ja. Und das ist richtig geil, das Teil. Richtig cool. Super Klang. Benutze ich über so ein Laptop-Netzteil, weil der hat normalerweise, ich glaube, 19 Volt Spannung oder so. Ja, da ist ein Netzteil dabei. Da habe ich mir hier so einen Adapter geholt. Laptop-Netzteil. Er hat irgendwie 50 Watt maximal oder sowas hier, steht drauf. Ja, damit kann man das Ding hier super an 12 Volt betreiben. Ich habe mir hier so ein Adapter-Ding reingehangen. So eine kleine Multi-Steckdose für 12 Volt. So, und das Teil habe ich hier oben aufgehangen. Das hat auch circa ein Jahr oder ein Dreivierteljahr gut gehalten. Das ist ganz normal die Aufhängung für die Wandbefestigung. Allerdings ist dann jetzt hier, gerade in Schweden war das oder in Norwegen, ist mir eine rausgebrochen. Hier. Da muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, das habe ich schon befürchtet. Habe ich eigentlich auch schon vorhergesehen. Weil diese Dinger sind natürlich nicht dafür gemacht, dass die ganze Zeit so durchgerüttelt werden. Ja, das muss ich nochmal reparieren. Da werde ich mir nochmal irgendwie so einen anderen zweiten Bügel drunter machen, dass ich das dann so komplett, dass das in sich komplett gehalten wird. Weil ich war jetzt echt in Finnland. Wahrscheinlich ist es in Finnland auf der Waschbrettpiste oder so passiert. Also ich weiß nicht genau, aber ich hatte ja natürlich jetzt wieder in Skandinavien echt teilweise ziemlich lange Straßen, die so aus Schotter sind und dann sind manchmal so Rillen und so. Und wenn man mit dem Auto diese Straßen fährt, dann ist das echt krass, was es für Geräusche macht und wie sehr man durchgeschüttelt wird und die ganze Zeit so bong, bong, Schlaglöcher und so. Ne? Ja, und dabei hat das irgendwann nicht mehr gehalten, ist irgendwie diese eine Haltung rausgebrochen. Ja, gut, okay. Aber die Idee mit der Soundbar ist echt geil. Also das ist auch ein super Tipp, weil das ist ein mega guter Sound. Und die werde ich da auf jeden Fall auch wieder befestigen. Hier habe ich übrigens noch so eine Heizdecke, Infrarot-Heizdecke mit Infrarot-Heizelementen. Die ist auch richtig geil. Ja, so eine kleine Heizdecke hier. Kann man über 12-Volt-Stecker auch betreiben. Der ist normalerweise nicht da dran, da ist normalerweise ein 12-Volt-Netzteil dran. Aber da habe ich extra recherchiert und mir das gesucht, weil die mit 12 Volt läuft. Na, man kann einfach hier da sind so Steckverbinder, das kann man einfach sich so ein Adapterkabel suchen. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Habe ich mir einfach diesen Adapter dazu gekauft und dann kam ich das hier ganz normal über meine 12 Volt Multi-Steckdose betreiben. Und das Teil ist wirklich richtig geil. Hier gibt es auch eine Fernbedienung. Auf jeden Fall auch ein Produkt, was ich wirklich lieben gelernt habe. Sehr praktisch im Winter oder wenn es irgendwie mal richtig kalt ist draußen. Und gerade an den Füßen, wie gesagt, zieht schnell so die Kälte rein. Auch wenn man am Tisch sitzt, da lege ich die manchmal einfach unten am Boden, stelle meine Füße drauf. Und dann habe ich keine kalten Füße mehr. Das Ding hat irgendwie 50, 60 Watt oder so. Braucht also auch nicht wirklich viel Strom. Mit Infrarot kann man, wenn man so gezielt den Körper irgendwie aufwärmen will, kann man da wirklich gut effektiv auch mit Strom heizen. Also so Infrarot-Heizmatten ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, wenn man irgendwie überlegt, wie kann ich mich mit Wärme versorgen, ohne möglichst viel Energie zu verschwenden. Und dann unter der Decke irgendwie so eine Heizdecke. Funktioniert super. Wie sieht es aus im Badezimmer? Auch hier immer noch alles absolut in Ordnung. Habe ich keine Probleme, keine Schäden. Ja, ich wollte das immer noch mal neu abdichten hier. Also hier oben ist sogar noch okay. Ich glaube, hier unten habe ich teilweise so ein bisschen, löst es sich ein bisschen. Da werde ich irgendwann mal eine neue Naht ziehen. Aber ist auch nichts Dringendes jetzt hier. Funktioniert alles einwandfrei und ich habe hier wirklich sehr oft geduscht. Also ich dusche wirklich sehr, sehr oft hier in diesem Badezimmer. Das ist wirklich mein ganz normales Badezimmer. Habe ich mich total dran gewöhnt. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich vermisse das gar nicht, dass ich irgendwie keine richtig komfortable Dusche habe. Ja, also für mich reicht das wirklich aus, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist für mich wirklich der Minimalkomfort, den ich immer gebraucht habe. Und ich dusche hier super gerne. Ich habe dann alles hier bei mir im Auto. Habe ich meistens gar keinen Bock, irgendwie mein Zeug zusammenzusuchen und jetzt irgendwo anders zu duschen. Zum Beispiel am Campingplatz oder so. Selbst dann dusche ich eigentlich immer gerne hier. Das ist natürlich eine andere Art zu duschen. Also man seift nass machen, einseifen, abduschen. Ja, hier mit der Brause hier. Ja, ich habe hier so einen herausziehbaren Wasserhahn. Das ist auch gleichzeitig meine Dusche. Und das finde ich aber eigentlich auch schön,
seit ich in meinem Wohnmobil lebe, habe ich einfach mir auch angewöhnt, ganz anders mit den Ressourcen umzugehen. Man entwickelt dann ein viel größeres Bewusstsein, weil ich einfach das Wasser immer selber wieder auftanken muss. Und natürlich versuche ich so sparsam wie möglich Wasser zu verbrauchen, schon allein aus ganz praktischen Gründen. Ja, aber ich habe damit wirklich kein Problem. Also ich kann mich hier gut duschen, ja. Außer im Winter, da ist es echt ein Nachteil, dass der Kastenwagen halt aus Blech ist und das ist quasi wie so ein Kühlkörper, ja. Und mit der Isolierung ist ja auch nur beschränkt wirklich effektiv, habe ich ja eben gesagt. Das heißt, wenn man hier im Winter in so einem Auto so duscht oder es halt draußen sehr kalt ist, dann kondensiert das Wasser an dem Blech, an den Scheiben. Man hat dann sehr viel Feuchtigkeit im Auto, die man auch nicht so gut rauskriegt. Das nicht so günstig. Im Winter habe ich deswegen auch meistens irgendwie bei Maya geduscht oder in Köln hier bei meinen Eltern. Aber ansonsten auch hier mit den Möglichkeiten, die ich hier habe, Badezimmer, bin ich eigentlich zufrieden in der ganzen Zeit. Trockentrenntoilette wäre noch sowas, was ich mir sehr gerne mal einbauen würde. Also das ist auch noch ein Wunsch. Ja, hatte ich auch schon mal überlegt, das hier umzubauen. Habe ich aber auch nie gemacht, weil ich meine, das ist auch hier so eine komplette zusammenhängende Kabine. Und da ist es ein bisschen schwierig, jetzt das Klo irgendwie auszuwechseln. Aber könnte man sicherlich machen. Mir fehlte da bisher einfach noch so echt diese Motivation, das wirklich anzugehen. Aber generell ist das Prinzip einer Trockentrenntoilette noch mal viel praktischer. Da kann man einfach flüssig und fest getrennt entsorgen, wird direkt getrennt gesammelt. Bei Maya am Camper zum Beispiel haben wir diese kleine Trellino- und Trockentrenntoilette und die Maya ist damit echt super happy. Also das, wenn man die Wahl hat oder irgendwie sich einen Camper selber ausbaut, würde ich immer sagen, macht ihr so eine Trockentrenntoilette rein. Es gibt mittlerweile auch verschiedene Anbieter. Boxio zum Beispiel gibt es auch Trockentrenntoiletten. Habe ich ja auch schon mal auf meiner Webseite hier erwähnt. Genau, das wäre für mich so die optimale Lösung einer Toilette. Das ist so ein normales Setford-Kassettentoilette, ne, wie man das überall im Wohnmobil kennt. Ich benutze allerdings niemals Chemie hier. Das braucht man auch wirklich nicht. Ich benutze immer so einen biologischen Zusatz, Aviva-Toilettenzusatz. Reicht für mich völlig aus. Habe ich von Anfang an gemacht und funktioniert hervorragend. Man muss auch nicht irgendwie spezielles Klopapier haben oder sowas. Das ist meiner Meinung nach vollkommener Quatsch. Ich habe noch nie dieses spezielle Wohnmobil-Klopapier verwendet. Ich verwende immer ganz normales Klopapier, was möglichst wenig Lagen hat. Dreilagig ist das, glaube ich. Also das, so Recyclingpapier ist das Beste eigentlich. Hatte ich noch nie ein Problem mit. Was ich übrigens auch mal gemacht habe letztes Jahr ist, ich habe hier diese Kassette ausgetauscht. Es gibt so ein Fresh-Up-Set von Setford für die Kassettentoiletten. Da ist so eine neue Klobrille drin und eine neue Kassette. Ja. Das macht natürlich vor allen Dingen Sinn, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein gebrauchtes Wohnmobil kauft. Und dann finde ich es irgendwie schon schön, wenn man einfach die Kassettentoilette neu macht, ja, und die Brille, ja, also von der Hygiene her und so vom Gefühl her, finde ich das dann schon irgendwie passend, dass man da einfach weiß, okay, das ist jetzt wirklich neu. Und ich hatte nach 4 Jahren, da hatte ich gedacht, ach komm, ich tausche mir jetzt mal meine Kassette aus, ja. Die war zwar nicht kaputt, also hat noch gut funktioniert, aber die war natürlich schon an einigen Stellen gebraucht, versaut. Die Gummidichtung, die dann da oben drin ist, die war auch recht mit Ablagerungen voll und so weiter. Man kann das natürlich auch sauer machen. Da gibt es auch dann Reinigungsmittel für. Kann man alles machen. Bei mir war es einfach so, dass ich so gegen Ende von unserer Zeit im Wandelwerk in Köln letztes Jahr, da hatte ich nochmal so gedacht, ach komm, ich mache jetzt noch so ein paar Sachen in meinem Wohnmobil. Da gönne ich mir jetzt auch mal irgendwie, dass ich das nochmal austausche. Auch für die Zukunft, damit es länger noch fit bleibt. Damit ich da Sicherheit habe auch, weil ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass mir die Kassettentoilette irgendwie kaputt geht. Da ist ja schon so eine Mechanik drin mit der Klappe und die Gummidichtung und so. Also irgendwann kann das auch mal kaputt gehen. Und um das halt einfach sauber zu halten, um da Sicherheit zu haben, habe ich mir die mir ausgetauscht. Und es gibt so ein Fresh-Up-Set hier von Setford. Das kann man sich dann einfach kaufen und dann kann man einfach auch die Klobrille zum Beispiel austauschen, wenn man möchte. Das hatte ich bei mir ja noch gemacht. So, dann gehen wir mal nach draußen. Dann schauen wir mal, was hier draußen so noch zu berichten gibt. Ja, auch so an der Karosserie oder an dem Lack und so weiter habe ich eigentlich überhaupt keine Schäden oder sowas. Kein Problem. Ich bin immer noch sehr glücklich mit dem Auto. Viel gefahren, habe auch nur wenig Kratzer. Und wenn, dann sind es für mich echt Trophäen. Da weiß ich dann genau, hier war ich in der Toskana. Die Olivenbäume der Toskana, wo die Straße viel zu eng war. An den Fenstern hier zum Beispiel sind natürlich schon ein paar Kratzer drin und die sind ein bisschen milchig geworden oder so. Ja. Aber es ist wirklich eigentlich noch alles ganz gut in Schuss. Leider habe ich mir mal meine Trittstufe abgefahren. Das war echt eine blöde Sache, so ein richtig kleiner Unfall. Ja, normalerweise ist hier eine Trittstufe drunter. Hier sieht man es auch noch, da sind noch die Löcher. Die war hier befestigt und ich bin einmal auf die Tankstelle gefahren. In Köln war das so eine Tankstelle, da war so ein kleines Mäuerchen an der Einfahrt. Ja. Und ich bin zu eng in diese Kurve, die Auffahrt da hoch. Hab's irgendwie echt total nicht gesehen, hab's irgendwie voll gepennt.
Und dann bin ich genau, weil ich es so eng genommen habe, mit der Trittstufe in diese Mauer gefahren und die hat es dann voll abgerissen. Also Gott sei Dank ist irgendwie kein großer Schaden passiert, außer dass die Trittstufe da sauber abgerissen wurde. Die Schrauben sind halt durchgerissen. Ja, das war auch ein bisschen blöd, aber ich habe noch überlegt, mir eine neue drauf zu machen, aber ganz ehrlich, man braucht es nicht unbedingt. Also ich habe seitdem, ist die ab und ich vermisse sie jetzt auch nicht mehr wirklich. Ja, manchmal ist es blöd, gerade wenn man auch noch irgendwo schräg steht oder irgendwie auf Keilen oder so, dann ist der Abstand manchmal noch ein bisschen höher hier. Aber mein Gott, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich da irgendwie nicht mehr diese Stufe schaffe. Insofern, es war auch immer so ein Tiefpunkt, ne? Also man muss sowieso mal ein bisschen aufpassen wegen Bodenfreiheit, ja, die Trittstufe und der Abwassertank leider auch. Die sind natürlich so die tiefsten Punkte unter dem Wohnmobil. Wenn man da jetzt irgendwie in unwegsamem Straßengelände unterwegs ist, muss man da eben ein bisschen aufpassen, dass man damit nicht aufsetzt. Und insofern habe ich dieses Risiko jetzt schon mal nicht mehr, habe ich ein bisschen mehr Bodenfreiheit auf der rechten Seite. Kann ja auch nicht schaden. Meine Reifen, mit denen bin ich auch super zufrieden. Das sind Michelin Agilis Cross Climate Allwetterreifen. Die haben allerdings noch zusätzlich mehr Profil und eine Verstärkung an den Rändern hier für ein bisschen, ja, für Matsch und sowas, also für unwegsames Gelände. Bin ich auf jeden Fall super zufrieden mit. Richtig klasse Reifen. Ich bin auch im Winter damit viel gefahren, ne? Durch Schnee, Matsch, Schnee, alles. Überhaupt kein Problem. Jetzt in Schweden wieder, Norwegen, Skandinavien war ich ja oft schon unterwegs und da sind teilweise wirklich krasse Straßen. Ja. Aber ich hatte noch nie ein Problem. Ich bin da nie irgendwo stecken geblieben, auch nicht auf nassen Wiesen oder so. Die Reifen sind wirklich klasse. Sie haben einfach mehr Grip, auch so auf Feldwegen oder in unwegsamem Gelände. Ja, dazu mache ich, glaube ich, nochmal ein extra Video, wo ich das nochmal so im Detail so ein bisschen zeige und ein bisschen was zu sage. Ich habe auch schon mal so ein Reifenvideo gemacht und das sind jetzt schon, ist schon das zweite Paar. Bei 90.000 habe ich die gewechselt, also die ersten haben auch 60.000 Kilometer gehalten, das ist richtig viel. Ja, jetzt habe ich die wieder drauf und würde ich auch, glaube ich, echt immer wieder nehmen. An den Fenstern hier hatte ich mal eine Undichtigkeit, da hatte ich Wasser im Auto, also innen drin ist Wasser reingelaufen und dann habe ich die ein bisschen, warte, ich mache das mal auf. Ja, hier kommt auch immer schnell natürlich ein bisschen Staub rein. Ich habe jetzt allerdings auch nicht geputzt, muss ich sagen, das ist noch Schwedenstraße hier. Und ja, das sind leider noch diese alten Fenster, die so aufgesetzt sind. Ja, wenn man heute ein Womo kauft, sind das in der Regel immer so Fenster, die komplett eingerahmt sind. Hier bei mir sind die nur aufgesetzt. Und man sieht hier an den Gummidichtungen auch, die sind hier so draufgesetzt. Und ich hatte hier oben eine Undichtigkeit. Irgendwie lief da Wasser in das Gummi rein, hier durch. Und da habe ich einfach mit Dekasil nachgebessert. Dekasil, das ist so ein dauerelastischer Dichtstoff, wie man auch zum Fenstereinbau, zum Beispiel Dachfenstereinbau benutzt. Das habe ich einfach hier sorgfältig mit einer Kartusche nochmal ausgespritzt. Und seitdem ist hier auch alles gut. Also ja, hier an den Fenstern und an den Rahmen sieht man schon irgendwie, dass sie einige Jahre hinter sich haben. Aber es ist alles noch dicht und man kann es auch nochmal nachdichten. Ja. Ich würde mir eigentlich echt wünschen, ich hatte sogar schon überlegt, die auszutauschen gegen diese kompletten Fenster, die so komplett reingesetzt sind, wo man auch ein Glasfenster dann hat. Aber das ist auch blöd, weil dann habe ich hier oben irgendwie Befestigungslöcher, weil hier die Schrauben drin sind von der oberen Leiste und so. Und ja, alles gut, also funktioniert alles gut. Ja, ist auch nicht wirklich nötig. Also die Fenster sind dicht, gibt es keine Not. So, hier sehen wir direkt nochmal die schöne Konstruktion, die ich mit Maya ja am Anfang zusammengebaut habe. Unser Euro-Boxenschrank, der ist auch echt mega praktisch. Habe ich nach wie vor nichts verändert natürlich, finde ich immer noch super gut. Ja, hier habe ich nochmal so Dinger draufgeklebt gehabt. Das hatte ich auch mal schon vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht, als ich im Winter in Köln war. Habe ich draufgelassen. So Armaflex, dünnes Armaflex plus so ein Alu-Blasenfolie. Aus dieser Folie habe ich mir auch mal Isoliermatten für die Scheiben vorne gebaut. Die habe ich im Winter natürlich dann auch noch dabei. Das funktioniert soweit gut. Jo, ihr Lieben, und damit haben wir, glaube ich, jetzt schon wieder ein ewig langes Video zusammenbekommen mit sehr viel Laberei. Ich hoffe, es war etwas dabei für dich, für euch, was euch interessiert, was euch weiterbringt, inspiriert. Und genau, ich werde jetzt noch ein kleines Video machen zu meinem Austausch von den Dachhauben.
Das ist sicherlich nochmal ganz praktisch, wenn man sowas sucht, auch als kleine Anleitung mache ich nochmal extra. Und auch zu meinen Reifen mache ich nochmal ein Fazitvideo. Außerdem habe ich übrigens auch mal meine Fahrzeugbatterie vorne ausgewechselt, die ganz normale Fiat Ducato Motorbatterie, Fahrzeugbatterie. Die ist ja beim Fiat Ducato unten im Fußraum vor dem Fahrersitz. Dazu mache ich auch nochmal kurz extra Video mit einer kurzen Anleitung, wie wechselt man seine Fahrzeugbatterie aus. Ja, und damit kommen wir zum Ende, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen, hattet ein bisschen Spaß dabei, mir zuzuhören über meine ganzen Erfahrungen hier, 5 Jahre Leben im Wohnmobil. Unten in der Videobeschreibung packe ich nochmal einen Link rein, wie gesagt, für die Playlist. Da findet ihr ganz viele Videos über mein Leben und meine Erfahrungen hier im Laufe der Zeit hier in dem Westfalia Kastenwagen. Auch alle Produkte, die ich hier im Laufe meiner Zeit für nützlich erachtet habe und benutze und euch teilweise jetzt auch gezeigt habe, verlinke ich wieder unten in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit, schöne Reisen, schöne Abenteuer. Und zum Abschied gibt es noch einen kurzen Ausschnitt aus einem Norwegen-Video, wo ich mit Maja in Norwegen unterwegs war. Das ist genau das, was man mit so einem Kastenwagen so schön erleben kann. Durch grandiose Landschaften fahren und die Welt entdecken. Das ist das, was ich liebe. Also ihr Lieben, viel Spaß mit den Schlussbildern. Und wenn ihr mehr von Norwegen sehen möchtet, schaut auf jeden Fall ab Herbst hier bei mir auf dem YouTube-Kanal meine Norwegen-Reihe, die Krönung von Europa. Meine neueste Norwegen-Tour aus dem Sommer, die läuft ab Herbst auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss! Thank you.